Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Darko ist natürlich wieder mit dabei. Und was machen wir heute? Wir gehen heute wieder in den Sumpf. Wir haben nämlich Ewigkeiten gebraucht, bis wir unser Zeug wieder hatten. Wir haben es aber allerdings wieder, wie man auch in der Hotbar sieht. Und haben jetzt auch ein paar Bomben gemacht. Wir gehen wieder in den Sumpf, weil wir eine Krypta besuchen wollen. Wir wollen neue Erze haben, den Loot daraus. Und wir haben währenddessen auch, ja, wie soll ich sagen, etwas Neues aufgedeckt. Und zwar ist das, wo war der Sumpf? Hier unten. Hier ein kleines Stück grünes Gebiet. Es ist die sogenannte Ebene. War das dort oder dort? Ja, ich glaube, auch hier war das, genau. Und, wie soll ich sagen? Oder war die Ebene dort? Keine Ahnung, irgendwo war die. Ich habe dort auch ein Portal gesetzt. Da haben wir neue Tierchen kennengelernt. Ich habe von der Ebene noch nichts eingesammelt oder sonst irgendwas. Und wir werden jetzt direkt da hingehen, weil wir dort ein neues Boot bauen und zur Krypta segeln. Hier, so. Darko, Darko, Darko. Ich hab keinen Bock. Ja, wir machen uns das einfach. Irgendwo hast du doch einen Hammer. Wo sind die ganzen Hammer hin? Die hast du in den tausenden Gräbern verloren. Aber nicht alle. Ich habe mein Level 3er und wir hatten auf jeden Fall noch einen. Ich glaube, der ist im Boot. Denn wir werden nicht mit unserem Boot dahin segeln, das dauert zu lange. Nee, ist leer. Dann müssen wir einen neuen Hammer schnell herstellen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich einen ME möchte? Vielleicht noch mit Autocrafting und einem Pipapo? Nö, das wird zu overpowered. Aber ein schönes altes ME. Ja. Ich brauche erstmal einen Hammer. Hammer, Hammer. Und jetzt brauche ich... Scheiße, 20 Harz, Darko? Wir brauchen... Du brauchst erst noch 20 Harz für einen Hammer? Nein, ich brauche noch genau genommen ein Harz. Würdest du das versuchen zu besorgen? Wofür jetzt schon wieder? Nur jetzt nehmen in vor, Ike hat vorher all unser ganzes Harz verballert. Wofür? Für ein zweites Boot. Wir gehen nämlich durch das Portal zur Ebene und segeln von dort aus. Da ist der Weg viel kürzer und wir fahren nicht die ganze Zeit hin und her. Für ein schickes Boot oder ein Scheißboot? Spitzboot. Ich bin gerade dabei, schon die Nägel herzustellen. Ich weiß jetzt schon, dass wir spätestens nach dieser Aufnahme keine Materialien mehr haben. Doch, doch. Braucht nur 80 Nägel und die habe ich jetzt sogar schon. Ich habe da nicht großartig was verballert. 80 Nägel, 10 Hirschfell. Hä, hallo? Gibst du nicht? 10 Hirschfell. Bauzwerge? Hab ich. Und jetzt brauche ich noch Edelholz. Und zwar 30. Genau, das, das und das. Das ist falsch. Jetzt laufen hier zwei Hunde draußen rum.
2, 3, 4, 5, 6. Es ist auf jeden Fall ein Jungtier, was draußen rumläuft. Okay, aber ich mache mal die Tür zu. Und die... Und die? Ich glaube, die haben gerade gebumst. Was, weil ich den Sachen hingelegt habe? Ja, ne, ich stehe hier gerade bei zwei Wölfen, die gucken sich an und hatten ganz viele Herzchen. Darko, du musst keine Kauzwerge töten, du kannst doch so eine kleine Mini-Bäumchen umhauen. Ach, du bleibst in deiner Straße. Ich hab das Harz. Ich hab einen Kauzwerg umgehauen und hab's. Ich mache hier gerade einfach so einen Dingsbums. So ein? Oh no. Ach, bist du im Dunkelwald? Ja. Ich habe jetzt hier. also ich habe mehr uralten Samen als Harz, aber ich komme zurück. Und nebenbei markiere ich mal noch ein paar Kupferfarben, die ich entdecke. Ach, du und dein Kupfer. Ey, komm! Wir haben safe nicht genug Kupfer, um die scheiß Rüstung noch zu machen, oder? Nö, das nicht. Ich hab noch keine Ersatzrüstung. Kommst du dann zur Ebene? Da bist du. Was? Dauert etwas. Gut, da ich gehe schon mal zur Ebene und baue das Boot auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt so sterbe. Nö. Solange du die Ebene nicht betrittst, ist alles gut. Ich bin schon lange drin. Ich bin gerade durchs Portal gegangen. Ne, ich meine, solange du nicht auf der Ebene viel machst. Bei die haut dich sofort um. Nö, ich habe da gerade Skelette und so ein Ekelviech wieder. Und da unten wird gekämpft. Seid ihr friedlich? Nein, die sind nicht friedlich! Diese Loks, die sind nicht friedlich, die greifen einen an! Welche Loks? Diese Riesenviecher, die wir gesehen haben! Die Bisons! Die heißen Loks, die greifen einen an! Das hätte ich dir auch sagen können. Ich hab doch gesagt, sei halt dich fern von der Ebene. Aber die Moskitos sind schlimmer. Da hab ich bis jetzt noch keinen gesehen. Wirst du auch nicht sehen. Die machen einfach nur Damage und du bist tot. Fertig. Oh, und hier ist wieder Scheißwetter. Also richtig Scheißwetter. Da haben wir das Portal ja richtig... Ach, da ist ein Moskito. Lol, ich hab den geblockt. Komm. Ich hab ihn umgehauen. Die halten, glaube ich, auch nicht viel aus. Die machen einfach nur viel Damage. Ja, aber du kannst es blocken und du siehst sie ankommen, wenn du dich umschaust. Ich sag mal so, ich kann es blocken, erstens, wenn ich sehe und zweitens, wenn ich ein Schild mit hatte. Weil ich habe das spitze Ende eines Todeskitos und daraus kann ich neue Pfeile herstellen. Och nö, da müssen wir die Dinger farmen. Ja, das glaubt, das sind dann Giftpfeile, wenn mich nicht alles täuscht. Wo zum Fick kommen dies denn rein? Ich habe ja jetzt jede Kiste durch. Da, vergiss es. Mittlere Reihe. Nee. Obere Reihe. Mittlere Reihe ganz oben. Das habe ich dir zum Anfang erklärt. Da oben ist auf jeden Fall ein Turm. Den will ich unbedingt besuchen. So, Moskito ist wieder tot. Und wieder eine Nadel. Wo kommen die scheiß Pflanzensamen rein? Irgendwo in der mittleren Reihe. So. Da oben ist eine komplette Base wieder. Ja, mach mal. Hat ja super funktioniert beim letzten Mal. Ich muss ganz kurz runterpegeln. Du bist extremst laut. Und du läufst mit 83%. So. Ich kann sonst auch mal das Mikro wegmachen. Nö, so ist jetzt ideal.
Sagt man das? Ja, das ist genau an der Grenze zum roten Bereich. Ja gut, der... Ja, Tollpatsch kommt jetzt auch. Welches Portal ist welches Portal? Das letzte ist Ebene, steht doch dran. Achso, weil hier ja auch noch so ein Portal 99 verbunden ist, ohne das Schild. Das ist dunkel, weil das ist einfach ernst, was wieder abgerissen wird. So. Achso, wolltest du nicht das Boot bauen und nicht kämpfen? Ja, ich muss erstmal von den Lux oder wie die heißen, weg. Jetzt interessiert mich. Apropos, man kann das irgendwie einstellen, dass man auf der Map gesehen wird. Und zwar, ja, wenn du die Map aufmachst, unten rechts in der Ecke hast du für andere Spieler sichtbar, da mach mal einen Haken rein. Oh, cool. Ist zwar nicht gerade genau, aber... Nö. Besser als nicht. Und jetzt guck mal da hoch, da ist die Base. Habe ich schon gesehen. Und da ist wieder ein Moskito. Die habe ich sogar schon vorher gesehen. Okay, der darf mich jetzt nicht nochmal hitten. So. Da oben laufen irgendwelche Typsis rum mit Keule und Hörnern am Helm. Ja, die Hörner kriegst du safe, wenn du diese... Und die lachen ganz seltsam. Ich muss es einfach. Oh. Lässt du dein Zeug bitte hier? Das sind Zwerge! Das sind grüne Zwerge! Okay, 37 Damage, das ist... Das sind... Ja, wie war das? Da war ein Sternkobold. Das sind Kobolde. Ja, und ich hab dir gleich gesagt, ich möchte heute was schaffen und nicht wieder 50 Jahre unter Grab aus einer noch schlimmeren Situation. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Geh hin, schieß die ab. Damit die nächsten nachkommen, ja, super Idee. Außerdem ist es Nacht. Hallo. Schieß die ab? Ja, schieß du die mal ab. Würde ich ja, wenn ich an mein Zeug komme. Achtung, da ist ein Viech im Wasser. Welcher extremst viel aushält. Dann wird das der Sterntyp sie sein. Ja, aber ich meine so viel, dass ich 200 Pfeile drauf ballern muss. Ja, der ist gleich down. Kein Fall. Ich habe mich noch nicht mal ausgerüstet. Dann weg da. Nice. Alter, wird das kompliziert. Da kommt schon der nächste. Schwarzmetallschrott. Lull. Okay, wir müssen gegen die leider kämpfen. Aber nicht jetzt. Und du könntest dich ausrüsten und helfen. Dann wäre ich dir sehr verbunden. Und jetzt will ich die Bomben testen. Darko, warte mal kurz. Ja. Leute, die kriegen Giftschaden. Ist für eine Masse ganz gut. Ich treffe den nicht. Ist schon down. Und noch mehr Schwarzmetall. Gut, um Schwarzmetall zu gebrauchen, brauchen wir erstmal Eisen. Und das wollen wir heute beschaffen. Ja. Also, ja, apropos, da sind schon Sumpfkollegen. Ja, Und da ist ein Bison. Welches wieder Akku auf dich ist. Schön. Ja, ich hab noch nicht mal was gegessen. Ich leg mich garantiert nicht mit denen an. Scheiße, Hinter dir. Ja, ich kann nicht. Ich hab nichts gegessen. Ich hab 25 Leben und keine Ausdauer. Oh fuck. Kannst du den irgendwie ablenken? Gut. Okay, mit dem Schwarzmetall kommen wir nicht durchs Portal. Wie der Name schon sagt, Metall, aber wir haben ein größeres Problem. Dieser Bison ist aggro.
Warte, ich setze hier erstmal ganz schnell eine Kiste hin. Brichst du bitte erstmal was? Ich hab schon, hab ich schon. Das dauert, bis das ist. Wir müssen auf jeden Fall ans Wasser runter, damit ich da eine Werkbank bauen kann. Fürs Boot. Alter, hab ich keinen Bock hier. Ey, wann hab ich ein Gift mitgesoffen? Oh, ich hab mich schon wieder verdrückt. Ja, gut. Das üben wir nochmal. Hinter dir jetzt so ein Blutegel? Ja, ja. Nicht nur eins. Drei sogar. Kommst du da raus? Weiß ich noch nicht. Autsch. Nee, noch nicht. Irgendwas hat mich. Ja, Pfeil, Skelett. Mit zwei Sternen. Ja, der ist auf mich, also du kannst. Sonst, warte, Glaub, ah, jetzt, ja, jetzt ist es frei. Warte mal ganz. Du kannst da schon mal reinspringen? Nee, bitte jetzt. Also ich dachte. Leute, die haben hier sogar Kobolde geklatscht. Ich habe schon wieder Schwarzmetall eingesammelt. Nee, ich kämpfe nicht gegen die Viecher. Aber gegen Moskito. Ja, das war hier am Portal. Ich will kurz Inventar freiräumen. Scheiß Mistvieh, lass mich doch einfach mal in Ruhe. So. Das Zeug ist auf jeden Fall hier in der Kiste gesaved. Apropos, hier liegt überall noch so ein Boden. Ist Holz. Holz und Innereien. Da drüben im Wasser liegt noch Schwarzmetall. Das ist dann Wasser? Ne, das ist Blutekel. Nee, da hab ich Schwarzmetall eingesammelt, gerade eben. Ja, aber das da eben ist wirklich schwarz Blutsack, den habe ich. Ja, nee, das, ich meine da hinten bei den Loks. Lux, oder wie die Viecher heißen. Also. Waren wir? Ja, ganz langsam. Du müsstest ein Stück nach rechts eindrehen. Weil wir hier unter uns einen Stein haben. Mag nicht. Ah, jetzt, oder? Jupp, ja, die ganz Welle langsam. Wir brauchen nochmal so eine Welle. Guck mal, da oben ist ein Geist. Zur Rechten. Rechten? Oben? Wo denn? Nach rechts oben, Dorte! Da schwebt ein Geist. Beim Baum. Gar nichts. Du musst sowieso nach rechts drehen. Wir müssen jetzt. Ne, die Krypta. Stopp! Nach links, dort. In die Richtung, wo ich gucke, ist die Krypta. Ich hoffe, du hast einen Schlüssel mit. Yep. Gut. Glaube ich, ja. Alter! 1, 2, 3, 4, 5 Blutegel zum Glück. Und da ist noch dein Grabdach hoch. Sicher, dass das meins? Das ist deins. Ja, gut. Kannst ja gerne einsammeln, ich weiß nicht, ob da was drin ist. Ja, ein kaputter Bogen, ein Speer, ein Schild. Ich park mal währenddessen. Essen, Harz. Eine Keule. Achtung, hinter dir, ich weiß nicht, ob die dich attackieren können. 55 Pfeile sind da drinne. Oh, das wird wehtun. Okay, ein Schlüssel reicht vollkommen aus. Na dann rein da. Versunkene Krypta. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Scheiße!
Ich habe das, hab das Gift mit nicht mitgenommen. Warte kurz. Warte gut, kurz. Gift ist gerade vorbei. Zwei reichen aus. Hier. Vorher nehmen bitte. Ja, habe ich. Rechts oder links? Wir gehen erstmal hier rein, weil hier ist ein Spawner. Der ist weg. Da haben wir einen Schrotthaufen. Da haben wir schon. Ich habe einen Giftpfeil und Eisenschrott. Ja, hier drin, hier ist ein ganzer Eisenschrotthaufen. Ja, und dahinter sind... Alter Scheiße, was sind denn das für Viecher? Ja, ja, du schießt gut. Das sind ganz normale. Ja gut, vielleicht der Elite traut er nicht, aber die anderen beiden. Oh oh. Kommen die da durch? Nein, da ist ein Bogenschütze drin. Ich kann nicht schießen, das ist mein Problem. Dann einmal zur anderen Seite gehen. Dann lass das erstmal. Die kommen ja da nicht raus. Der kommt nicht ins Wasser. Ich hit den aber auch nicht. Ja, stimmt. Gut, das down. Ich, hab mir mal eben ich kann nicht blocken. Leute, ich bin zu schwer. Warte mal, kannst du hier noch was rausnehmen? Ja, die Kiste. Ach, ich hab zu viel Eisen. Leg einfach in die Kiste rein. Wir kommen hier ja häufiger wieder. Ich hab hier noch Münzen, Pilze. Ja, dann müssen wir uns das hier mal markieren, dass wir auf jeden Fall hier drinnen, in der, wenn wir rechts rumgehen, alles drinnen haben. Ich hab verwitterten Knochen. Ich tu. Das ist ein Material. Leute, das ist ein Material. Achso, Eisenschrott habe ich da. Oh. Ich muss mal ganz kurz gucken. Verwitterter Knochen, ein riesiger alter Knochen. Daraus kann man auf jeden Fall was bauen. Okay, hier muss man schwimmen. Ist aber nix. Okay. Geradeaus. Ausrüsten. Du hast geschwommen, du musst wieder alles in die Hand nehmen. Hier geht's nicht weiter. Boah, dieser Nebel macht mich ein bisschen fertig. Hier sind zwei Eisenklumpen. What? Bodypile? Ja, das müsste ein Spawner sein oder irgendwie sowas. Pilze nehme ich trotzdem mit. Ja. Den Klumpen hier, also das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wenn wir das hier geklärt haben, können wir hier ganz in Ruhe abfarmen. Yep. Oh, warte mal, ich mache jetzt mal eine Fackel an hier, es reicht mir langsam. Das ist gut. Nix. Obwohl, das sieht mir ehrlich gesagt wie ein... Gut, vergesst es. Falls du da noch Pfeile brauchst, ich habe aus deinem Grab nochmal 50 Brandpfeile geholt gehabt. Da werde ich das hier mal alles ein bisschen beleuchten. Ich habe mehr als genug. Hier hinten ist Eisentor. Jetzt ist es auf. Da kommen wir halt noch nicht durch. Nee, wir müssten erstmal das Zeug wegmachen. Haben sie aber auch klug gemacht, ehrlich gesagt, dass man nicht erst das ganze Dungeon clearen kann. Wo kommt der denn her? Hey, die sind irgendwie rausgekommen. Nee, die standen vorher schon hier. Ja, weil der schon Damage hat. Das ist der, den du bestimmt abgeschossen hast. Ach so, wir sind da schon wieder drin. Ah. Du hast, glaube ich, den Giftpfeil verwendet. Das ist ja erstmal. Du schießt mit Giftpfeil. Ja, das ist erstmal egal. Die können wir ja dann irgendwann. Autsch, herstellen. Ein. Der Elite-Dingsbums da macht mir ein bisschen Sorgen. Der macht auch gut Damage.
Pass auf den Pfeiltyp sie auf. Wollen da nicht rauskommen. Nee, willst du den Klumpen vielleicht so langsam anfangen abzubauen? Ich würde sagen, alles in die Kiste tun. Ich würde sagen, wir machen erst einmal die zwei jetzt down, weil nicht, dass du jetzt auf den dass wir jetzt auf den drauf kloppen und dann verschwindet auf einmal der komplette Klumpen, weißt du? Ein Schuss noch. Dingsbums ist down. Kannst mitschießen. Wenn er sich kommt, ja, wenn er sich zeigen würde. Ja, ich lass ihn wirklich bis hier rankommen. Ich hab ihn gerade getroffen. Ja, dann haut er. Nice. Das geht recht flott. Okay. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ah, hier ist dann der nächste Klumpen. Ne, hier ist nichts mehr. Also, die sind hier drinnen down. Man hört zwar noch was, aber ich glaube, das ist alles außerhalb. Oh, hier sind zwei Klumpen drinnen, die jeweils eine Tür versperren. Was noch ein bisschen mehr? Du das hier wieder in die Kiste rein. Toll, einer. Ernsthaft? Ich hab gar keinen. Welche Seite soll ich denn jetzt kaputt machen? Ja, genau da, wo du bist als erstes, würde ich sagen. Weil da sieht's nicht so aus, als ob da noch irgendwas kommt. Durchgangstechnisch jetzt. Ich hab wieder einen. Ich treff den doch. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja aus so einem Schrottteil 2-3 Bahnen raus. Wenn das so selten ist. Und dahinter musst du jetzt aufpassen. Dahinter sind nämlich welche. Da würde ich dir vielleicht empfehlen, von oben anzufangen abzubauen, dass wir dann wieder durchschießen können. Dahinter ist nichts. Also ich höre dahinter auf jeden Fall welche. Ah ja. Pass auf. Ich glaube, du kannst. Ist wieder ein Elite-Viech. Ja, und ein Schleimviech. Lol, im Rennen. Oh. Shit. Erwische ich den so? Nee. Hab ihn wieder, oder? Ich hab keine Ausdauer. Mehr. Ich hab auch keine Ausdauer. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass wir den Schleimling da wegmachen. Und dann hätte ich gesagt, volle Kanone. Der ist down. Soll ich? Ja, mach frei. Nicht so schnell switchen dann. Ich hab Lederrüstung eingesammelt. So, er kommt. Lassen. Kommt der kommt hier nicht durch. Ich glaube, der will hier auch nicht, dass es durchkommt. So, down. Hier hast du zwei Haufen und hinter dem zweiten Haufen ist dann auch wieder ein Durchgang.
Ich habe hier drei Haufen, oder? Achso, ne. Ich würde erstmal mein Inventar ausleeren gehen. Ja. Ich glaube, es gibt ja mal in jedem dieser Haufen nur einen Schrott oder Eisenschrott. Das ist dann kacke. Jedenfalls kriege ich durchschnittlich nur das raus. Ich bring mal alles in die eine Kiste davor, wo wir zu dem Raum, wo alles geklärt ist. Yep. Das. Die Pilze können da rein. Der. Das Harz kann da rein. Harz? Ne, Bernstein ist das ja. Die Knochen können da rein. Ne, wir hätten vielleicht noch Holz und Hammer mitnehmen sollen, dass wir hier noch ein paar Ersatzkisten bauen können. Daran haben wir jetzt natürlich nicht gedacht. Ich glaube aber, wir haben hier mehr als genug Kisten. Ja, aber ich will das nicht alles in unterschiedlichen Räumen immer gelagert haben. Kommst du erstmal? Achso. Ja, ich würde erstmal die Folge hier beenden, weil die ist jetzt schon 30 Minuten lang. Und ja. Jupp. So, da sind wir jetzt mittendrin in der Krypta und was soll ich sagen? Wir haben 30 Eisen, also Rohmetall, und wir haben draußen noch was. Das müssen wir dann natürlich mit dem Boot alles nach Hause schaffen. Wie es weitergeht, erfahren wir aber in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.